Hey und hallo hier vom Bruchweg. Ich stehe hier mit Daniel Brosinski. Herr Brosinski, Samstag steht das Spiel gegen Paderborn vor der Tür. Ihr werdet das Spiel ohne euren Trainer Sandro Schwarz bestreiten. Was verändert das denn für euch Spieler? Im Endeffekt nicht viel. Wird vielleicht eine Ansprache fehlen, direkt vor dem Spiel, aber sonst nicht viel. Sandro wird halt dann auch keinen taktischen Einfluss mehr im Spiel nehmen können. Das ist dann, denke ich mal, die einzige Ausnahme im Spiel. Und ja, für uns Spieler heißt es dann ja, von der ersten Minute an Gas geben, Spiel über 90 Minuten lang durchziehen und ja, wie gesagt, den Willen haben, unbedingt das Spiel zu gewinnen. Inwiefern fehlt denn da die emotionale Komponente, dass er euch vor dem Spiel nochmal richtig einpeitscht? Ja, ich denke, da wird er noch einen Weg finden. Da wird er bestimmt noch eine Ansprache, wahrscheinlich im Hotel oder dann auf dem Weg oder bei der Ankunft im Stadion machen. Und ja, der Trainer wird sich da bestimmt was einfallen lassen und wenn nicht, wird es dann ein Spieler übernehmen. Lassen Sie uns auf die Situation gucken. In der Vorbereitung habt ihr alle davon geredet, okay, ja, wir haben die Qualität, die Vorbereitung lief gut. Eigentlich gute Vorzeichen für eine relativ sorgenfreie Saison. Wie ist denn jetzt der Saisonstart vor dem Hintergrund zu erklären? Ja, wir haben es natürlich alle anders vorgestellt, mit anderen Erwartungen in die Saison reingegangen. Und dann legst du so einen Start hin, ist natürlich für alle ja, unzufrieden. Und ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir das alles abhaken, was war. Wir können es jetzt auch nicht mehr ändern, aber man muss uns auf dem Platz ansehen, dass wir ein Spiel unbedingt gewinnen wollen. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht immer den Hurra-Fußball spielen, sage ich jetzt mal, müssen wir doch von der ersten Minute an da sein und uns ja, in alles reinwerfen, was geht, und dann auch zielstrebig nach vorne spielen. Ja. Jetzt geht's nach Paderborn, Kellerduell, darüber hinaus dann gegen Köln und Düsseldorf. Das sind schon wegweisende Wochen jetzt, oder? Das auf jeden Fall. Wir sind jetzt dazu angehalten, sage ich jetzt mal, zu punkten. Es wird auch höchste Zeit und jetzt kommen die Gegner, sage ich jetzt mal, auf Augenhöhe im Moment. Und ja, wie gesagt, fighten, fighten. Bis zum geht nicht mehr und ja, am besten gegen Paderborn anfangen zu punkten. Herr Bosinski, vielen Dank und viel Gerne. Erfolg dabei. Dankeschön.